Schön Eicreme. Prozent Natur. Access Style, Skincare. Darum sehe ich in meinem Alter so aus. Heute wird es ganz speziell. Heute machen wir ein Ritual. Also, ihr könnt euch eintragen für ein ganz spezielles Ritual, wo es um die Fruchtbarkeit geht. Kinderwunsch. Sexualität steigern und Energie steigern. Und natürlich auch in bestehenden Beziehungen zum Beispiel das Ganze verbessern. Sophie Gaps, hello, how you doing? Ich habe natürlich da auch ein paar Sachen dabei. Also Karten, wie immer. Aber heute habe ich etwas Spezielles. Nämlich Frauenenergie, göttliche, weibliche Energie. Unglaublich, irgendwelche Fremde, die versuchen, da ins Doppel reinzukommen. So. Aha, heute wird wohl intensiv gestört. Trotzdem kommt der Hexenstyle. 3 Sekunden. Dass da ist live anrufen, Leute. Kann man es nicht abstellen? Also, ihr seht hier ein Beispiel. Wirklich weibliche Energien, göttliche Energien, verschiedene Gottheiten, verschiedene Blumen hat es da drin. Und das ist auch etwas ganz Spezielles, was ich heute für euch mache. Ja, vor allem für Frauen, geht aber auch für Männer. Hallo, liebe Sumia, danke für die Blumen. Ja. Heute geht es um viel, wo rot ist auch. Also traditionell wird an der Walpurgisnacht sehr viel rot gegessen. Rote Früchte können das sein, rote Beete kann das sein. Theoretisch aber auch Ketchup aufs Zeug tun. Also man könnte auch da modern denken, oder? Kommt natürlich auch alles aus den Tomaten raus, schlussendlich. Rote Sachen anlegen. Darum bin ich ja so angelegt. Und es geht wirklich um Fruchtbarkeit. Also es geht wirklich auch da um Sakralchakra, Sexualenergie, Liebe, Pearly-Energie. Das ist eigentlich so traditionell, worum es da geht. Hallo, liebe Sonne, ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht es bestens und wie geht es dir, liebe Sarah? Schauen wir mal, was heute da allgemein für Energie ist. Hey Michael Jackson, du lebst. Ja. Oh, jetzt aber. Oh, jetzt aber. Also ich wollte wissen, was heute für Energie in diesem Live quasi sich entfalten wird, auch durch mich, oder? Womit ich arbeiten muss. Schau mal, was da vorgekommen ist. Neftis. Die Schwester von der Ober-Ober-Ober-Hex in der ganzen Geschichte der Menschheit. Aus dem alten Ägypten. Isis. Die Schwester von der Isis. Mit ihr arbeite ich zusammen. In dieser Nacht. 3-mal dürfen wir röteln, was das bedeutet. Schönen guten Abend, hallo. Mir geht es auch sehr gut. Ich war schon immer von dem Fest fasziniert. Ich auch. Also ich kann vor langer, langer Zeit hatte ich so ein Grüppli an Freunden, wo ich noch viel jünger war. Und wir haben wirklich regelmäßig nicht nur am Walpurgisfest, auch an anderen heidnischen Hexenfest, haben wir uns getroffen in der Natur, wir haben die ganze Nacht grilliert, haben effektiv auch traditionelle Rituale gemacht. Und das war halt wirklich super toll gewesen. Wir haben uns immer verschiedene Orte in der Schweiz ausgesucht, die auch so ein bisschen natürlich speziell sind. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Beispiel ganz stark. Da sind wir fast eine Stunde durch den dunklen Wald gelaufen und so ein bisschen durch auf den Hügel. Und es war in einem anderen Kanton, also nicht in Zürich.
Und dort oben hat es effektiv so wie Baumstämme gehabt, so in einem Kreis, wo Runen eingeritzt waren, nicht von uns. Also es war ein bekannter Hexenplatz gewesen. Und es hatte so einen Wasserfall gehabt, der aussieht wie ein Stegen. Ganz natürlich geformt. Es ist nicht absichtlich gemacht oder so mit Landschaftsgärtnerei. Und das ist also wirklich unvergesslich gewesen. Wir hatten super Licht gehabt, es war Vollmond gewesen. Man hat effektiv neben dem Feuer und dem Vollmond kein Licht mehr gebraucht. Und da sind wir irgendwie bis um 4, 5 Uhr am Morgen gewesen. Das hört sich wirklich sehr toll an. Ja, das ist es auch. Also man kann da wirklich auch, wenn man nur schon für sich ein kleines Ritual macht in dieser Nacht, kann man effektiv also sehr viel Energie für sich da rausholen. Es ist allgemein eine sehr starke Energie heute herum, wo man für sich nutzen kann. Also darum habe ich jetzt zum Beispiel auch hier einen Rosenquarz, ganz einen grossen. Was ist Walpurgisnacht genau? Es ist Nacht von der Liebe, Sexualität, Pearly und natürlich auch in diesem Zusammenhang sicherlich Zwillingsseelen. Also wenn man da wie so seine Anziehungskraft zum Beispiel erhöhen will, wenn man auch Single ist, ist das die beste Nacht, um eigentlich für das meditieren und ein kleines Ritual machen. Ein kleines Ritual macht ihr, indem ihr zum Beispiel eine kleine Kerze anzündet, euren Wunsch auf das Zettel schreibt und vor die Kerze herlegt. Am besten eine rote Kerze. Darf ich fragen, was der Jod von mir am Mittwoch gedacht hat? Also, schauen wir mal. Also gut, konzentriere dich auf die Liebe, konzentriere dich auf seine guten Eigenschaften. Kurz gesagt, das ist das, wo er sich gedacht hat, also dass er da ein bisschen abgelenkt war von anderen Sachen am Mittwoch und versucht hat, sich auf deine schöne Energie zu konzentrieren, wenn du verstehst, was ich meine. Du ziehst ihn an, du löst ihm etwas Positives aus. Er ist aber im Moment abgelenkt mit anderen Sachen, die nichts mit Liebe zu tun haben, die ihm da einfach im Kopf ein bisschen dazwischen schwirren. Oh, ich kann echt meine Aura lassen. Tischler, sehr gern. Mit der Treppe, gerade, wo ich die Treppe noch erwähnt habe, sehr gern. Okay, also ich sehe, vom letzten Mal bis jetzt hat sich ein bisschen etwas da. Liegt natürlich auch an der heutigen Energie. Also die Sakralchakra ist definitiv ein bisschen offener. Es leuchtet mehr orange. Ja, Sakralchakra ist unter dem Bauchnabel. Ansonsten ist deine Aura sehr, sehr rein weiss. Also das sind die beiden Sachen, die ich hauptsächlich sehe. Das heisst, wenn du eigentlich klug bist, nutze ich die Nacht und tust das gerade noch ankurbeln. Tu das orange Licht richtig fokussieren. Es ist unter dem Bauchnabel dort, wo die Sexualkräfte eigentlich sitzen. Du kannst meditieren. Und einfach das orange Licht wie ausbreiten lassen in der ganzen Aura. Das wird etwas sehr Schönes in dein Leben anziehen. Ina Lina 90, meine Aura auch. Ja, Leute, ich wollte einfach noch dazu sagen, heute tun wir nicht nur Aura lesen machen, heute ist Walpurgisnacht. Heute reden wir ein bisschen von dem und wir reden auch vor allem über Liebesenergien. Das heisst, wir konzentrieren uns aufs Liebesleben, wir konzentrieren uns auf Sexualität, Selbstwertgefühl. Wir konzentrieren uns da auf die göttlich-weibliche Energien. Das ist etwas, was ich euch gar noch nicht gezeigt habe. Und das ist halt auch wirklich etwas, was ich für so spezielle Nächte reserviert habe. Fruchtbarkeit, Kinderwunsch, wenn ihr Single sind, der Wunsch, zum den richtigen Partner zu finden, das ist das. Ich nehme nämlich wirklich gerne auch heute eure Namen entgegen für ein spezielles Ritual. Das ist eine gute Frage, der Captain. Richtig spannend. Ist die Aura in der Walpurgisnacht anders? Ja. Vor allem bei Frauen ist die Aura in der Walpurgisnacht anders, aber auch Männer, weil Männer und Frauen sind ja verbunden, vor allem durch Sexualität. Und wenn natürlich Frauen wie eine Blume anziehen und eine bestimmte Energie ausstrahlen,
dann zieht das auch wie andere Energien raus aus der männlichen Aura, die dann aktiver sind in dieser Nacht. Darum eigentlich, wenn man zum Beispiel einen Kinderwunsch hat, ist das die beste Nacht, um daran zu arbeiten, Leute. Alaska Sole. Kannst du echt mal meine Aura lesen? Letztes Mal warst du in einem Ritual und ist nicht gegangen. Das mache ich jetzt für dich. Ich erinnere mich. Ich sehe sehr viel Gelb bei dir. Das Orange ist ein bisschen abgeschwächt. Ich ziehe schnell eine Karte für das. Ohoho, heute geht es aber auf. Schau. Da, gerade diese Karte kommt für dich. Sehr starke Liebesgöttin, Sexualmagie-Göttin aus dem alten Ägypten. Also, sie ist die, die dir helfen kann. Tun heute wirklich wie meditieren für deine Aura und ruf sie an, um dir zu helfen, das Orange in deinem Sakralchakra richtig öffnen, so dass es nicht mehr zugehen kann und dass es sich nicht mehr abschwächen tut. Speziell. Aber er kommt jetzt immer zu mir und setzt sich auch zu mir und so, aber gut, er erklärt sich auch. Danke, sehr gern, Tischler. Also, Shardy, kannst du etwas für mich sagen, bitte? Lieb mich, mein Freund. Schauen wir mal rein da. Spezifisch. Also, ich werde dir jetzt einen ganz krassen Rat geben, Shardy 24. Du hast sie in der Hand. Nutz die Nacht. Wie hast du sie in der Hand? Wenn du dich selber mehr liebst, dann wird er dich mehr lieben. Wenn du dir Selbstliebe mehr ausstrahlst aus deiner Aura, dann wird sie ihn mehr anziehen. Kurz gesagt, es ist so ein bisschen in einer unsicheren Energie. Die Liebe ist da, aber du kannst es festigen, indem du genau dich auf das konzentrierst. Heute Nacht. Selbstliebe. Konzentriere dich auf dich. Und übrigens, da ist eben Zwillingsseele die beste Methode. Deine Zwillingsseele ist die andere Hälfte von dir. Ist genau die, in der spirituellen Form bei dir, die dir helfen kann, dich selber durch seine Augen zu sehen, nämlich perfekt, wie eine perfekte Göttin. Ja, und wenn du das schaffst, so über dich selber denken, dann läuft es viel besser mit dem Freund und dann musst du dich nicht mehr fragen. Er wird es dir zeigen. Er wird dir mehr auch seine Gefühle kundtun und ausdrücken. Probier das und gib mir Bescheid. Nelina, ja, das nimmt mich Wunder. Ich bin immer noch Single und habe noch nicht wirklich Glück gehabt. Also, schauen wir mal rein, was dir da helfen kann. In Alina 90. Aha, Vergebung. Bei dir sind alte Enttäuschungen, die deine Aura ein bisschen blockieren und die Energie, dass eben das neue Glück reinkommen kann. Das ist etwas mega Wichtiges, das muss ich regelmäßig übrigens Kunden sagen. Und das kann man auch schneller auflösen, als man meint. Einfach loslassen. Klingt einfach, ich weiß, aber es ist eben auch einfach, wenn man sich mal entscheidet, mit dem freien Willen wirklich Vergangenheit loslassen und die vergangenen Energien. Außerdem kannst du natürlich auch jederzeit so etwas vom Twin Eye Portal wie Leuenfußräucherung besorgen. Dann kannst du deine Aura und nach wieso die alte Energie auch nicht mehr in der Aura und es ist alles ganz rein, weil es ist wie ein Magnet. Es muss den neuen Partner können anziehen ohne die alte Energie, die da ein bisschen im Weg steht. Das ist eigentlich nur das. Ich würde mich freuen, wenn du mich für das Ritual einträgst. Liebe Sumia, sehr gern. Also, das mache ich heute Nacht, Walpurgisnacht. Ich denke, das macht Sinn, wenn wir bei dir vor allem uns darauf konzentrieren, auch die Zwillingsseele da und überhaupt Thema Fruchtbarkeit, ha? Du weißt, was ich meine, liebe Sumia. Ich habe es mir notiert.
Und sehr gerne kannst du meinen Namen für das Ritual nehmen. Danke vielmals, Susan. Ja, sehr gerne. Also, nächste Zettel. Machen wir einmal eben Notizen da, oder? Mit, auch intuitiv, mit den verschiedenen Energien, weil ich arbeite wirklich individuell. Ich mache nicht einfach etwas für jeden. So, jeder ist individuell, wie die Fingerabdrücke. Alaska, so, du kannst mal so eine Karte ziehen von der Weiblichkeit. Ja, sehr gerne. Alaska Solle. Schöner Name. Sehr interessant. Bei dir kommt Aurora. Das ist deine göttliche Energie, die bei dir eigentlich deine weibliche Göttlichkeit vorholen kann. Und natürlich auch deine Attraktivität steigern und deine weibliche Anziehungskraft. Und da unten übrigens, die Schlange, die du siehst, ist nichts Schlechtes. Im alten Ägypten ist das eben für Sexualität gestanden. Meditiere mit der Aurora und schau da, ist sogar ganz rot angelegt. Schau mal. Und am besten leist dich sogar rot an, wenn du die Meditation machst und sie anrufst, um dir da zu helfen. Shardy24, gib mir bitte Bescheid, was du meinst. Meinen Namen darfst du auch nehmen. Ja, liebe Lisa, sehr gerne. Ich weiß auch, was bei dir vor allem wichtig ist heute Nacht. So. Super. Also, kannst du mir auch etwas sagen, bitte? Ja, sag mir, was du meinst. Ich habe nämlich sehr viel gesehen. Ich brauche da im Live eine spezifische Frage. Ist das der Michael Jackson? Nur zur Hälfte. Spirituell. Wow, danke viel mal. Sehr gerne, Alaska Sole. Schaffst auch mit Aura Soma. Inalina 90. Ich kenne Aura Soma. Ich mache ein bisschen etwas anderes. Ich kann dir das hier zeigen. Das ist jetzt einfach mein persönlicher. Es ist ähnlich, aber es ist ein bisschen stärker. Ja. Es sind so ein bisschen Chakra-Aura-Sticks. Das ist jetzt individuell, das ist meins, oder? Und das tue ich wirklich individuell auch anfertigen. Wir haben aber auch gewisse Sachen, zum Beispiel für das dritte Auge mit Anleitung. Und das hat Goldstaub, vielleicht siehst du es, das hat Goldstaub drin. Das ist so ein bisschen eine altägyptische Technik. Das kann man dann eben mit einer Anleitung nutzen, um da also wirklich auch mit Spezialübungen da auf die Chakren auftragen. Und so kann man seine Aura nicht nur schützen, wie im Aura-Soma, sondern wirklich auch die Vibration verändern. Man kann Fähigkeiten verstärken. Wenn man Energie übertragen tut, wie ich zum Beispiel, dann kann man eben, indem man da auf die Nebenchakren auftragt, kann man die Energiekanäle viel stärker öffnen. Also ist recht speziell. Schau dir mal das Twin Eye Portal an. TwinEyePortal.com. Nils, ja. Ich bin Zürcher. Ich bin auch Zürcherin. Sali. Wow, danke. Shardy, super. Stimmt, weil ich da bin ich ein bisschen drin gewesen. Buonasera, hübschi. Sali, Edu Mami, wie geht's dir? Giro, hast du mir was sagen zu Happiness in meiner Familie? Ja, also Familie ist natürlich auch Liebe. Da schauen wir mal drin. Dem da. Okay. Man sieht da die Romantik. Also, es muss um irgendjemanden gehen in deiner Familie, höchstwahrscheinlich deine Eltern, vielleicht auch Geschwister, wo das Thema am wichtigsten ist. Du siehst, was wir heute auch für Energie und was wir heute für eine Nacht haben. Und da kann ich dir anbieten, dass du eigentlich die Energie nutzt für deine Familie, um genau das, mehr Romantik und Liebe anziehen für deine Familienmitglieder. Du darfst das nämlich wirklich auch erbitten für andere in dieser Nacht. Sumia, kannst du mir auch so eine Karte ziehen? Vielen Dank. Ja, sehr gerne, liebe Sumia. Bei dir kommt jetzt eine Blume, sehr interessant. Die Kamelle. Informiere dich über diese Blume, lies ein bisschen über diese Blume, vielleicht gibt es auch Parfums mit dieser Blume, vielleicht gibt es sogar einen Tee mit dieser Blume und arbeite damit. Das ist genau das, was du brauchst.
Das ist ganz spezifisch, Kräuterhexen-Style. Danke, mega lieb, sehr gern. Dr. Sally, lustiger Name. Ja, du meine beste Räucherige ever. Danke vielmals, du hast sie probiert. Und wir haben ja da, ich weiss nicht, was du probiert hast, aber einfach, dass die anderen da auch sehen. Wir haben zum Beispiel auch das ganz Neue da, der Twin Flame Dream Mix. Das tut man vor dem Schlafen räuchern, am besten im Schlafzimmer. Es hat afrikanische Traumwurzeln drin, also echte. Und das ist etwas, wo Träume intensiviert, vor allem auch Liebesträume, Sexträume, anzieht. Ganz speziell. Wenn wir schon da über Walpurgis reden. Jeremy, wie wird mein Liebesleben in nächster aussehen? Schauen wir mal. Wahre Liebe. Jeremy, du musst dir keine Sorgen machen. Du wirst die wahre Liebe in deinem Leben erleben. Und das kann nicht jeder sagen. Daher lehn dich zurück. Vertrau auf das. Mehr musst du nicht machen. Inalina, wo bekomme ich das über? Löwen, wie noch mehr? Das ist, also ich sage das nochmal. Löwenfuß, da, Löwenfußräucherung ist zum negative Energie loswerden, auch im Haus etc. Damit rufst du den neuen Geist an. Es ist etwas, was ich von meiner ägyptischen Großmutter gelernt habe, vor Ewigkeiten. Und sie hat es auch wieder vor Ewigkeiten von einer alten ägyptischen Hexe gelernt, wo sie kleiner war. Und das kommt mit der Originalanleitung, wie man das macht. Ich habe auch ein Video darauf, wo ich das ein bisschen zeige. Am besten, am einfachsten schreibst du mir aufs WhatsApp Business sogar 079 511 67 12. Und einfach, dass ich nichts auslasse. Es gibt theoretisch auch das Geisterauge. Geisterauge wirkt auch gegen schwarze Magie. Wirkt noch, ja, gleich, aber noch ein bisschen härter auf der spirituellen Ebene. Also wenn auf der spirituellen Ebene Energien dir nachjagen, negative, auch aus vergangenen Leben zum Beispiel, karmische, dann empfehle ich das Geisterauge. Und die roten Dinger da übrigens, da drin, Geisteräugli, wenn die so knacken, oder wenn die so wie platzen, dann bedeutet das, dass wirklich Neid, Eifersucht aufgelöst worden ist, wenn man das räuchert. Also nochmal, meine Nummer 079 511 67 12. Ihr seht sie auf vielen Videos da auf meinem Profil. Sarita, was passiert in Zukunft? Oh, jetzt ist es gesprungen, Moment. Also, was passiert in der Zukunft? Güchseln wir mal, was da, weißt du was? Nehmen wir mal die Astrokarte jetzt bei dir. Da du auch so ein bisschen allgemein fragst, oder? Schau mal, was da für Energie drin wirkt. Ha, Jungfrau, die Alchemistin. Du wirst in Zukunft vor allem sehr vieles hinterfragen und mehr wollen erfahren, wie was quasi passiert. Du wirst dich ein bisschen mehr beschäftigen damit, wie du gewisse Sachen in dein Leben reinholst, wie du gewisse Sachen eigentlich selber wie in der Hand hast. Und wirst da Zügel mehr in die Hand nehmen. Das ist etwas sehr, sehr Gutes. Analysieren, hinterfragen und mehr verstehen. Das ist immer super im Leben. Und das ist die Energie, die am stärksten wirkt in deiner Zukunft. Carlo, kannst du mir auch so eine Karte ziehen? Wäre mega lieb. Und wie kann man ein Booking mit dir machen? Carlo, einfach auf meine WhatsApp-Business-Nummer schreiben. Die Nummer ist da überall auf meinen Videos eigentlich. Ich bin jetzt nicht sicher, welche Karte du gemeint hast, aber ich ziehe dir jetzt mal eine von denen. Ah, wenn du ein Mann bist. Oh, schau mal. Nemesis. Bei dir geht es um dein weibliche Gegenstück, deine Zwillingsseele. Bei dir geht es um gewisse Energien, die man wirklich genauer anschauen sollte. Weil Nemesis steht halt auch einmal wie für so einen pörligen Kampf. Und so ein aneinander treiben. Also nicht nur positiv, sondern auch so in Richtung Hassliebe, Energie. Oder? Und das ist etwas, was von der Zwillingsseelendynamik kommt, von den vergangenen Leben. Und ja, aber mit dem kannst du arbeiten, um genau das eben aufzulösen.
In ihrem Sim-Shop. Genau, ich habe einen Online-Shop. Charlotte, darf ich noch was fragen? Letzte Frage, ja, sehr gerne. Frag ruhig. Was ist eigentlich die Walpurgisnacht und was macht sie mit uns? Also, Walpurgisnacht ist so wie die Liebes-, Hexen-, Sexnacht, Fruchtbarkeitsfest. Also wirklich super, wenn du Kinderwunsch hast zum Beispiel. Solltest du in dieser Nacht richtig zur Sache gehen, es dir gemütlich machen, am besten etwas Rotes tragen, rote Sachen essen, Kirschen zum Beispiel, die haben ganz viel Folsäure drin übrigens und helfen so oder so auch noch bei diesen Sachen auf der körperlichen Ebene. Und um das geht's. Mental Body Power. Modi Swiss, göttliche Energie und Hexen. Ja, geht das? Modi Swiss, ja, das geht. Es kommt immer darauf an, man kann als Hex mit verschiedenen Energien arbeiten. Ich gebe dir das beste Beispiel da. Isis, Isis, Neftis, altes Ägypten. Ich bin Ägypterin, oder? Also wenn man, nachdem der Mann gestorben ist, es schafft, Sex miteinander zu haben, zwischen Geist und Körper, und ein Kind zu zeugen, nämlich der Horus, dann ist das sehr göttlich und funktioniert nur mit göttlichen Energien. Und es ist Ober-Ober-Ober-Hexen-Style. Mehr Hexen-Style geht gar nicht. Charity, also ich will gerne wissen, finanzielle Lage. Finanzielle Lage, okay. Schauen wir da mit denen am besten. Finanzielle Lage. Chance und Gelegenheit. Also du wirst gewisse Gelegenheit und Chance haben, die du aber nicht nutzen musst. Das kommt von außen. Es wird dir wie ein Geschenk präsentiert. Das heisst, günstige Momente, wo du deine finanzielle Lage verbessern kannst. Gelegenheiten, wo du mehr verdienen kannst, wo du investieren kannst. Aber da musst du schon aufpassen, dass du nicht ins Falsche investierst. Ja? Und das ist genau das, was eigentlich deine finanzielle Lage verbessern kann. Weil ein bisschen Verbesserung würde gar nicht so schlecht sein. Darf ich auch noch fragen, was ich auch noch machen kann? Also zum Beispiel mit den Energien. Danke vielmals. Ja, sehr gerne, liebe Sarah. Also. Schau mal. Waldkiefer kommt bei dir. Das ist also dein Walpurgisnacht-Hexenbaum. Am besten findest du so einen in der Umgebung. Heute noch, wenn es geht. Nimm einen Schirm mit, auch wenn es ein bisschen regnet. Und versuch wirklich, so einen Kieferbaum über dir zu haben. Lehn dich dran und nimm seine Energie an. Umarm den Baum. Lass die Energie sich austauschen. Bitte den Baum, wirklich deine Energie zu reinigen und wie neu aufsetzen in der heutigen Nacht für deine Ziele in deinem Liebesleben. Kannst du auch bitte meinen Namen ziehen? Jasmin? Mental Body Power, ja. Sehr gerne. Also, versucht, wenn es geht, einfach einmal schreiben, damit es da nicht gumpelt, der Chat. He? Fun. Das ist eine heidnische Göttin, wo für dich jetzt Mental Body Power kommt, oder? Jasmin. Mit ihr kannst du zusammenarbeiten heute Nacht, um deine weibliche Göttlichkeit vorzuholen. Deine weibliche Kraft auch, Anziehungskraft steigern und ja, dein Liebesleben und Sexleben verbessern. Fun. Fann. Inalina 90, mega interessant. Danke vielmals. Bitte nur einmal fragen, sie geht von oben nach unten und Geduld haben, bitte. Vielmal, liebe Sarah. Mal bin wieder in Italien gsi beim Schatz, bin jetzt am Heimfahren. Ah, das ist schön. Italien ist so cool gsi. Wir sind ja letztens auch mit der Familie, ich bin mit meinem Mann und mit der Familie auf Rom gegangen. Das ist also ganz super gsi. Ich gehe wahrscheinlich nächstens wieder auf Verona. Also. Kannst du auch sagen, ob ich in Zukunft mal Chancen wird haben für Kind? Inalina, ja. Also, schauen wir da ganz genau.
Also, Skorpion, die Mystikerin. Skorpion ist ein Sternzeichen, das extrem, extrem viel sexuelle Energie hat und Fruchtbarkeitsenergie. Kurz gesagt, von den äußeren Umständen her, von der Natur her, hast du diese ganze Chance vor dir. Natürlich wirst du eine Chance haben, ein Kind zu bekommen. Du am besten wirklich auch mit dem Skorpion heute Nacht meditieren und konzentriere dich auf das, das auch anzunehmen, dass natürlich auch der richtige Partner anziehst in dein Leben, den du brauchst für das. Die Räuchere wegen Kinderwunsch und Loslassen. Ja, also Räuchere wegen Kinderwunsch, Edomami. Das sind dann natürlich nicht Leue, Fuss und Geister auf. Moment. Das wäre dann das da. Das ist eigentlich am besten. Entweder der Osiris und Isis Twin Tree Mix mit 13-seitiger Anleitung mit 6 Magieübungen drin. Das ist eigentlich am besten. Oder der Twin Flame Soul Mix. Das ist wirklich so ein Haupt-Zwillingsseelen-Mix. Zwillingsseele ist eine zentrale Energie, wenn es um das geht. Ein kleines Geheimnis. Nadja, Tipps zum Tarot-Lesen. Wenn du Tipps zum Tarot-Lesen haben willst, dann gehört das nicht da ins Live. Das ist mehr technisch, wie ich das zum Beispiel mache, meine Arbeit. Melde dich bei mir zum Beispiel für Privatunterricht. Ich zeige dir das gerne. Ich mache dich zu einer ganz, ganz top Tarot-Leserin. Ja? Thanks. Sehr gerne, Jeremy. Aiki. Kannst du mir auch Karten ziehen? Ja, sehr gerne. Also, das ist jetzt ganz spezifisch. Agnes von Assisi. Das ist deine göttliche Kraft, die heute für dich da ist. Nutze wirklich jetzt in dieser Walpurgisnacht das auch. Konzentrier dich auf das. Ich werde das live auch nachher da aufladen aufs YouTube. Ja, gleicher Name, MJ Twin Flame Soul, auf YouTube. Und das ist genau die Energie, die du brauchst. Du kannst sie anrufen, um dir zu helfen, dein Bestes, deine wahre weibliche Magie vorzuholen. Um das geht es. In Alina 90 habe ich einen karmischen Seelenpartner. Also, du hast einen Seelenpartner, ja? Seelenpartner, verschiedene. Kurz gesagt, Seelenverwandte. Wir haben verschiedene Seelenverwandte, die auf verschiedenen Ebenen mit uns eine Resonanz haben. Und das hilft auch der Seele, sich weiterentwickeln. Ich bin nicht ein Fan von den Ausdrücken, ist ja ein bisschen modern und Trend, ich weiss, karmische Partner. Weil eigentlich sind karmische Partner etwas Negatives und wenn man die trifft, dann geht es nur darum, loszulassen, um befreit weitergehen. Es ist nämlich nur das Karma, das einem quasi bindet. Und man sollte gar nicht zusammen sein. Und meistens hat sich auch das Karma gebildet, weil man in der Vergangenheit zusammen war und nicht zusammen gehört und Sachen schief gelaufen sind und Karma verursacht haben. Darum, ich sage, ich werde auch immer die Wahrheit sagen über diese Sachen. Und ich bin kein grosser Fan von diesen Trendworten, die da halt auch ein bisschen verwirrend sind für die Menschen. Mensch, wird er zu mir zurückkommen? Also Eike. Wunder und Segen, in allem liegt ein Geschenk. Die Karte zeigt ganz klar, er ist Vergangenheit, du sollst ihn loslassen, schau führen. Befreie dich heute Nacht. Befreie dich fürs Neue, Aiki. Es wird viel schöner. Es wird viel schöner. Darina, kommt mein Ex zurück? Ich sehe, das ist ein Top-Thema bei euch. Aber es passiert immer alles aus einem Grund. Und sehr selten kommt eigentlich ein Ex zurück. Oder sollte. Meistens passieren die gleichen Probleme auch, wenn man da ein bisschen on-off hat, oder? Lernt einander kennen. Es gibt gewisse Sachen, Darina, über deinen Ex, wo du nicht wirklich kennst, gewisse Sachen über dich, wo er nicht wirklich kennt und versteht. Was dir aber auch wiederum zeigt, eigentlich ist die Beziehung, wenn ihr euch besser kennenlernt, nicht mehr die Beziehung, wo du denkst. Es wäre wahrscheinlich mehr eine Freundschaft, die übrig bleiben würde, wenn ihr euch wirklich besser kennen würdet. Das ist das, was die Karte sagt. Also schau vor und nimm alles so, wie es ist, und konzentrier dich auf deine Selbstliebe und das Perfekte für dich anziehen. Wo keine Mühe gibt.
Weil die wahre Liebe braucht keine Mühe und Stress und Versuchen und Tun und Kämpfen. Das ist die Wahrheit. Shana M. Während ich und mein Ex-Freund wieder zusammenkommen? Leute, ich weiss. Schaut mal. Moment, bevor ich das beantworte, wollte ich euch da nochmal zeigen. Neue Fuß, Geisterauge, Osiris und Isis Twin Tree Mix mit der 13-seitigen Anleitung, die auch Sexualübungen drin hat, Sexualchakren. Warum zeige ich das? Diese speziellen Sachen mit Anleitung sind genau dafür da, dass man eben auch, wenn man eine Beziehung beendet hat, seine Aura durchräuchern kann und wie reinigen von den Ex-Energien, von den übrig bleibenden Resten von sexuellen Energien, die sich übertragen, wenn man eine sexuelle Beziehung mit jemandem hat, damit man wieder frei ist. Und übrigens, es hilft auch, wenn es sein soll, dass der Ex zurückkommt, wie ein Bumerang, wenn es so sein soll. Ja? Sehr oft soll das aber nicht sein und es geht auseinander aus einem Grund, außer das sind Einmischungen. Auch bei dir kommt Wunder und Segen. Das heisst, es passiert aus einem Grund. Ja? Und der Grund ist meistens, dass die Liebesengel daran arbeiten, dass etwas Richtigeres, das mehr Resonanz hat und mehr zu dir passt, zu dir gezogen wird. Shana M. Nimm das an, den Segen und das Wunder von der Liebe. Und bleib im Hier und Jetzt, nicht in der Vergangenheit. Schade, ich würde auch gerne wissen. Ja. Das ist ja ein Top-Thema. He? Ein wenig Geduld haben. Ja, sind wir dem falsch? Heike, ich kann deine Frage beantworten. Ich hoffe, du hast es mitbekommen. Okay, ich glaube, ich weiss, wo es einer hat. Danke vielmals. Ich hoffe, ich finde ihn. Ja, liebe Sarah. Während ich meine liebe Shana M., ich habe deine Frage beantwortet. Feuer Engel 83, guten Abend. Danke. Dir auch einen guten Abend. Kannst du mit Liebe sagen, was der Rudi von mir denkt? Er hat vor allem eine sehr starke sexuelle Anziehung zu dir. Das ist etwas, wo ich sehr eingestimmt bin eben heute dafür. Er braucht von dir ein bisschen mehr Zeichen, dass du ihn wirklich magst. Ganz, ganz kleine Gesten. Das kann wirklich auch etwas sein wie eine kleine Berührung beim Reden. Ein schöner Blick, eine Energie, die überkommt bei dir. Er ist unsicher, was du von ihm denkst. Er denkt ganz positiv über dich. Er ist in dich verknallt. Sumia, mich würde noch interessieren, ob du sehen kannst, wann ich meinen Zellpartner circa treffen werde. Bin schon etwas ungeduldig, auch wegen dem Kind. Jetzt hast du es gesagt, ich habe es nicht gesagt, liebe Sumia. Also, ich habe dir ja da ein paar Dinge erklärt. Und heute haben wir die ganz tolle, spezielle Walpurgisnacht, wo du die Energien für dich heranziehen und nutzen kannst, was das betrifft, vor allem Kinderwunsch und so. Was den Seelenpartner betrifft, mit dem du die Kinder haben wirst, so musst du über deine Zwillingsseele arbeiten. Ich kann dir nicht sagen, ja, in 2 Wochen ist es soweit, weil die Energie noch nicht genug einmal bearbeitet wurde von dir und deiner Zwillingsseele. Und das weißt du. Du musst jetzt unbedingt wie auf ihn hören und dein Herzchakra wieder öffnen. So, wie wenn du noch nie quasi Erfahrungen gehabt hättest. Verstehst du, was ich meine? Also, vergiss nicht, dass du da nicht vergleichen solltest, Männer zum Beispiel mit der Vergangenheit und vergangenen Erfahrungen, auch die Problematiken, die deine Zwillingsseele hatte im Liebesleben, musst du mit ihm noch bearbeiten weiter, damit diese Energie kommt. Sobald du das gemacht hast, klick, geht's ein paar Tage und du lernst diesen Seelenpartner schon kennen. Es wird also nicht lange gehen, aber im Moment liegt es ein bisschen noch in deiner Hand, ja? Wir können gerne nachher noch auf dem WhatsApp-Business darüber schwatzen. Shana M., ich habe deine Frage beantwortet. Mit was soll ich heute meditieren? Mental Body Power. Also los, ich gebe dir da etwas Spezielles. Astrokarte. Sechste Haus. Arbeit und Routine. Schau dir das Symbol genau an. Ja, also da geht es auch ein bisschen um den Mund.
Am besten tust du dir im Fall aufschreiben, das ist jetzt geht jetzt ein bisschen länger, anstatt nur heute. Schreib dir in der nächsten Zeit auf Mondphasen und wie du dich fühlst und wie es auf dich wirkt. Mental Body Power. Das ist eigentlich das. Mond ist eine der weiblichsten Energien, die es gibt. Es ist etwas, gibt ja auch. Der Ausdruck übrigens Mondhex. Ja? Mit dem Mond zusammenarbeiten ist eigentlich das, was dir am meisten bringt jetzt. Aber nicht nur heute. Allgemein in der nächsten Zeit. Am besten mindestens einen Monat. Mental Body Power. NXAXV, guten Abend Susan. Ich habe schon gewartet auf dein Live. Das freut mich, das ist lieb. Darf ich noch Astrokarten für den 10. Mai haben? Ja, gerne, liebe Sarah. Schon rausgeplumpst. Waage, die Schöngeistigen. Also da sieht man wirklich, dass da auch sehr ausgeglichene Energien von außen sein werden. Das heisst, einmal tun halt Sterne schon ein bisschen Chaos und Kribbeligkeit und Nervosität fördern. In dem Fall wird es das Gegenteil sein. Am 10. Mai wird die Atmosphäre richtig super sein. Nutzt das, liebe Sarah. Ja. Ziehst du mir bitte auch eine Karte? RF? Ja, sehr gerne. Innere Kriegerin. Innere Kriegerin. Kurz gesagt, bei dir musst du ein bisschen kämpferisch an deine Weiblichkeit hergehen. Fördere dein Selbstbewusstsein. Fördere deine Kraft. Frauen können auch stark sein. Frauen sind nicht schwächere Geschlecht. Und wenn wir übrigens schon von Hexen reden, dann reden wir nicht von schwachen Frauen. Ja? Und daher konzentriere dich auf deine innere Kriegerin heute Nacht. Nimm die Energie vor. Bist du selber. Hau auch mal auf den Tisch. Also. NXAXV. Natürlich. Machen wir gerade, schauen wir da die weibliche, göttliche Energie an, die dir da am meisten hilft heute. In der Walpurgisnacht. Eier mit. Ja, du siehst auch da die Ausstrahlung vom Licht, genau in der Mitte, wo die Sexualchakren sind. Konzentrier dich auf sie. Ruf sie an heute Nacht und schaff mit ihr in einer Meditation, um deine wahre weibliche Magie zu entfalten. Das ist eigentlich das, was dir am meisten bringt in dieser Nacht. Leute, ich sehe da gewisse Leute, die irgendwie 10-mal die gleiche Frage stellen, obwohl ich sie schon beantwortet habe. Bitte ein bisschen auch auf die anderen achten, sonst kumpelt es live, ja? Und ich komme nicht mehr an. Rose, hoi, wie geht's dir? Mir geht's super, und wie geht's dir? Hoi, liebe Susan, wann kommt mal der richtige Partner in mein Leben? Also 3, 4, 2, 5, 6, 7, etc. Also, ich sage dir wie. Weil es ist halt schon nicht so, dass wir einfach sagen können, wann, oder? Da wundern uns irgendwie alle mit deinem Geschenk. Okay, wenn das kommt, bedeutet das, dass gewisse Sachen bei dir passiert sind in der Vergangenheit, wo du Mühe gehabt hast, damit zu akzeptieren. Wo du persönlich genommen hast, auf eine negative Art. Aber eigentlich passiert das alles aus einem Grund. Und wenn einmal eine Tür zugeht, passiert es auch, weil eine andere Tür aufgehen muss. Verstehst du, was ich meine? Das heisst, dein richtiger Partner kommt vor allem in dein Leben, wenn du dein Schicksal und dich selber so akzeptierst, wie du bist und zu dir stehst. Das wird genau das, was so ein bisschen klemmt in deiner Aura, sage ich einmal, flicken und auf die richtige Energie bringen, damit eben der richtige Partner angezogen wird. Und dann geht es viel schneller, als du denkst, als du dir vorstellen kannst. Das ist der Trick. Annalena 90 ist mein Ex, vor 2 bis 3 Jahren mein Seelenverwandter. Also Annalena. Er ist ein Seelenverwandter, ja, man hat viele, aber ich sehe da wirklich einen Herzschmerz zwischen euren Chakren, wo du dich nicht weiter reinstimmen sollst, sozusagen. Er ist dein Ex aus einem Grund, lass es los, es kommt nämlich
einen weiteren Seelenverwandten, der eine stärkere Resonanz mit dir hat und dein Herzchakra besser behandeln wird. Danke. Sehr gerne, Darina. Alle kommen jetzt mit dem Ex. Ja, top Thema gerade. Das stimmt. Und das ist schon etwas, was ich ganz speziell finde, weil eigentlich sollten wir heute vor allem uns selber lieben an dieser Nacht. Wir sollten zu uns selber stehen. Wir sollten nicht an einen Ex zurückdenken, der weg ist. Weil, wenn der Ex so gut gewesen wäre, dann wäre er angekrochen gekommen wieder. Dann wäre er da. Dann wäre er am Kämpfen um euch. Zumindest. Das ist eben das, was ich allgemein schon mal sagen kann, oder? Also sind euch selber auch genug wert, um zu sagen, wenn einer nicht an mich denkt und mir das zeigt, dann tue ich auch nicht die ganze Zeit Energie verschwenden und eindenken. Was man denkt, das zieht man an. Und wenn ihr denkt, mein Ex, mein Ex, mein Ex, das zieht das Single-Leben an und dass man das wie rauszögert, dass man eigentlich wie eine neue Partnerschaft manifestieren kann, was stimmt. Ein kleiner Trick. Ein Ex-AXV, darf ich wissen, ob mein jetziger Partner und ich heiraten werden. Spannend. Mal schauen. Oh, romantische Liebe. Die Karte sagt dir, zeig ihm richtig, wie sehr er dir, wie viel er dir bedeutet. Zeig ihm richtig deine Liebe, vor allem heute Nacht. Und ja, das wird natürlich in die Richtung laufen mit dem Heiraten. Stell dir nicht so vor, werden wir heiraten, sondern wir sind eigentlich wie schon spirituell verheiratet. Der Rest ist nur Papier. Und dann ziehst du es auch wie weiter an, oder? Und er spürt auf der nonverbalen Ebene, dass du parat bist und wird auf dich zukommen. Ja? Also bei euch läuft es gut. Corinne, hoi, so nennt mich mein jetziger Freund. Wirklich? Wir haben da natürlich neue Liebe. Ja. Das ist eine neue Liebe, es ist noch eine junge Liebe, aber die Liebe ist echt. Sie ist nicht fake, es ist nicht vorgespielt, es ist nicht, dass etwas daran nicht stimmt, liebe Corinne. Also geniess es. Geniess die neue Liebe, lass sie sich entfalten, vertrau darauf und uns nicht mit Zweifel blockieren oder wie Sachen, die aus der Vergangenheit kommen, Gedanken. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich habe ihn eben noch nie gesehen. Los Locos Schweiz, ja hoi, Sally, wie geht's dir? Schön, bist du auch mal in meinem Live. Chris, hallo, meine Schwester möchte wissen, ob sie wieder mit ihrem Ex zusammen sein soll. Bitte Hilfe. Ah, oh, ja. Die Ex-Freunde immer. Ich sage immer, hat er sich gemeldet. Also. Halt am Glauben fest. Das heisst wirklich wie an sich glauben vor allem. Und an die Liebe glauben. Wenn deine Schwester denkt, dass der Ex wirklich die wahre Liebe ist, dann soll sie auch wirklich daran glauben und sich danach verhalten. Und dann kann das nochmal eine Chance geben. Aber nicht vergessen, warum es der Ex geworden ist und nicht die gleichen Fehler machen. Das ist einmal schwieriger, als man denkt. Eine Ex-Beziehung in einem zweiten Versuch zu Erfolg führen. Aber es ist möglich. In dem Fall. Linda, hoi Schatz. Ich habe in einer Woche meine Abschlussprüfung. Kannst du mal schauen, wie das kommt? LG Linda. Kann ich machen. Ist zwar nicht das Thema heute, aber mache ich gerne für dich. Mars, Antrieb und Kraft. Das kommt gut. Aber vergiss nicht deine Willenskraft. Gang in die Abschlussprüfung mit so einem richtig feurigen Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, mit dem Denken, ich habe es schon geschafft, ich habe überhaupt keine Zweifel an mir selber. Ja? Du darfst auch gerne da wirklich den Mars, Mars-Energie anrufen, um dir da wie noch mehr Kraft zu geben. Dankeschön, deine Antwort ist immer so wertvoll und gibt eine Hoffnung. Sehr gern, liebe Sumia. Rose, kannst du auch sehen, ob das Baby ein Bub oder ein Mädchen wird? Also, meine Liebe,
Ich muss da zu deinem Schutz sagen, schreib mir aufs WhatsApp Business. Ich schaue das gerne an, aber ich klinke mich nicht ein in den Lives. Das habe ich auch im TV so gemacht. Wenn es um Verstorbene geht oder Babys, die noch nicht da sind, da geht es um eine Babyseele. Das sind empfindliche Energien. Es schauen jenste Leute da im Live zu. Das mache ich gerne privat. Das mache ich gerne privat für dich, heute noch. Ja? Aber einfach zum Schutz vom Baby, nicht im Live. Übrigens, die Altägypter haben da ganz viele Methoden gehabt, zum Beispiel temporäre Tätowierungen, mit Henna zum Beispiel auf dem Bauch tätowieren, um auch die Energie, die Aura vom Kind zu schützen, während es heranwächst im Bauch. Hm? Danke vielmals, werde ich machen. Also, danke vielmals für die vielen Rosen und die vielen Likes. Das ist voll lieb. Ich träume seit ein paar Monaten von Schlangen. Weißt du echt, was das bedeutet? Also 3, 4, 2, 5. Ja, da geht es um Sexualität. Wenn wir schon von der Walpurgisnacht reden, da geht es um Sexualität. Und je nachdem, du sagst einfach, ich träume von Schlangen. Aber ich bräuchte schon Details. Wenn du eine richtige Traumdeutung willst, bräuchte ich Details. Das musst du auch nicht im Live machen. Schreib mir aufs WhatsApp. 079 511 67 12. Darf ich fragen? Also ich gebe euch ein Beispiel. Es gibt zum Beispiel negative Gefühle, die in den Träumen vorkommen können, was Schlangen betrifft, die einem zeigt, dass man so eine gewisse Angst hat vor der Sexualität und auch vor der Männlichkeit. Und dann gibt es aber auch positive Gefühle, die auftauchen können, die einem zeigen, ja, mal, man wünscht sich vielleicht etwas mehr, wo man zu wenig hat im realen Leben, etc. etc. Das ist individuell. Man kann nicht einfach sagen, ich träume von Schlangen, was bedeutet das generell? Da würde ich euch anlügen, wenn ich spezifisch etwas behaupten würde. Zum spezifisch das analysieren, die Träume, müsste ich Details wissen und die analysieren. So läuft das. Also darf ich fragen, ob bei meinem Bruder auch mal eine Liebe kommen wird? Also wenn man für andere fragen darf, danke vielmals. Also liebe Sarah, los, ich beantworte dir das gern privat, aber nicht da im Live, weil es um etwas anderes geht. Danke dir vielmals, sehr gern. NXAXV. Lisa Shakur, könntest du bitte eine Karte ziehen? Danke, ja, ich weiß, was du meinst, Susanne. Ja, Corinne. Acht auf das, gell? Du hast viel durchgemacht. Lass die Vergangenheit nicht die Gegenwart versauen. So, direkt. Luna. Komm bei dir, Lisa. Luna. Das ist die Mondgöttin. Ich habe gerade vorher vom Mond geredet und von Mondgöttin. Schau mal. Das ist genau das, was du brauchst. Und übrigens, Mond, Sonne, war sowieso Zwillingsseelenenergien, die auch im alten Ägypten genutzt wurden, genau für das. Chris, vielen Dank für deinen Ratschlag. Ich schätze es sehr. Danke dir. Sehr gern. Okay, dann mache ich das. Danke dir vielmals. Sehr gut, Rose. Das ist wichtig. Werde ich am Mittwoch einen schönen Geburtstag haben? Corinne! Hey, also ich gratuliere dir noch nicht. Es ist erst am Mittwoch. Aber wir schauen jetzt mit der Astrokarte, wie die Energie aussehen am Mittwoch. Das Wetter wird jedenfalls sehr gut sein. Schau, da hast du Jupiter. Ideale und Werte. Das heisst, es wird wirklich gut rauskommen, dein Geburtstag. Es ist aber auch wichtig, dass du das, was dir wertvoll ist, involvierst. Also Menschen siehst oder telefonierst, die dir wichtig sind und dass du da auch ein bisschen die Energie pflegen tust. Das kommt gut. Es werden sich auch Leute bei dir melden, die du übrigens ein Zeit lang nicht gehört hast. In Excel kannst du sehen, ob und wie viele Kinder ich haben werde. Genau diese Frage, wie ich vorher erklärt habe, mache ich eigentlich nicht im Live. Also spezifisch, ich kann dir sagen, dass du Kind haben wirst, aber Details, wann, Bub, Mädchen zuerst, Bub, Mädchen nachher, weil ich das alles sehen. Aber dafür muss ich mich mit der Babyseele verbinden, bevor sie da ist. Und das ist wie mit den Verstorbenen, das ist auf der anderen Seite, das ist empfindlich. Da arbeite ich dann wirklich als Medium auf der anderen Seite auch. Und das handhabe ich mit ganz viel Respekt und habe das als Regel, mache ich das nicht im Live, eigentlich so im Detail für deine Privatsphäre auch. Und habe das auch im TV nie so gemacht und als Regel immer aufrechterhalten. Okay, danke vielmals. Sehr gerne, liebe Sarah. Seven.
Wann werde ich meine grosse Liebe finden? Sprich die Sprache der Liebe. Kurz gesagt, irgendwie dein Kommunikationschakra da, deine Kommunikationsenergie, deine Kommunikationsart, wie du deine Gefühle ausdrückst, auch verbal, stolpert ein bisschen, hakt ein bisschen. Das heisst, versuch mehr deine Gefühle auszudrücken, offener, sprachlich auch. Das wird eben die Grossliebe anziehen, das ist ganz wichtig, weil da geht es um Energie. Da geht es ums Halschakra. Und wenn du da spezifischere Hilfe brauchst, schreib mir aufs WhatsApp. Lisa Shakur, passt super. Hoi, du Hübsche, wie geht's dir? Vinci, mir geht's gut und wie geht's dir? Ganz cool, ganz ein cooles Live. Danke vielmals, der Captain. Freut mich, dass es dir gefällt. Corinne, super, danke vielmals, Susan. Immer gern, liebe Corinne. Ah, klar, absolut verständlich. Ich habe übrigens auch schon Kunden geholfen, die Probleme hatten, schwanger werden, oder? Da wirklich auch, ja, schwanger werden. Energetisch so ein bisschen nachgeholfen, Schutzmagie, so Sachen helfen halt einmal und helfen halt auch eigentlich gegen die eigenen negativen Gedanken und Stress, die da im Weg stehen kann. Und habe also wirklich auch teilweise die Sternzeichen, wo das Kind geboren wird, können voraussagen, bevor man überhaupt schwanger war. Und dann sind teilweise Frühgeburten passiert und es ist genau so gekommen. Oder? Also man hätte das nie raten können. Rose, benutzt du Twint? Wenn ja, ist es mit der Business-Nummer? Ja, liebe Rose, ich benutze Twint, Twint Business, aber nicht über Telefonnummern, sondern über einen Code. So einen Code, den du abscannen kannst, wie im Laden, ganz normal. Den schicke ich dir gerne zu, wenn du mir auf die Nummer schreibst. Das schauen wir alles an nach dem Live. Schluck Wasser. Also, liebe Leute, ich habe da noch ein Ritual. Vergessen nicht. Ganz ein spezielles Ritual, das ich heute dran bin, das ihr euch auch eintragen könnt. Für die Walpurgisnacht. Keine Schleichwerbung. Ritual, ja, der Captain, du darfst natürlich auch dazukommen. Darf ich fragen, auf was für Energie ich im Mai soll? Danke vielmals. Eigentlich auf deine. Liebe Sarah. Ich schaue sonst nochmal. Air You ist deine Energie für den Mai, wo dir da am meisten helfen wird. Also, du dann am besten den ganzen Mai effektiv mit ihr arbeiten. Ich weiss, du schaffst sowieso regelmäßig an dir. Also, du meditieren, du sie anrufen und form eine richtige Freundschaft mit ihr. Lern von ihr. Los auf die intuitiven Eingebungen, die sie dir geben wird. Kann ich auch so eine astrologische Kartenlegung haben? NXAXV? Ja, sehr gerne. Darf ich dir später im WhatsApp noch eine private Frage stellen zum Thema Kind? Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Natürlich, liebe Sumia, immer gern. Also, drittes Haus, Kommunikation und Interaktion, oder? Ist bei dir NXAXV. Das heisst, im Moment ist vor allem wichtig, dass du mit den Menschen, die du liebst, offen kommunizierst. Pfleg Kommunikation. Kümmere dich um sie. Zieh dich nicht zurück in dich selber. Ich bin nachher gerade da. Also, 7. Wie kann man sich selber finden und mit sich selber zufrieden sein? 7. Das ist natürlich eine Frage, wo nicht so leicht zu beantworten ist, oder? Aber sich selber finden, da bin ich halt wirklich die Expertin, wenn es um Zwillingsseele, also Twin Flame geht. Das ist immer die Brücke, die am schnellsten hilft. Es gibt auch andere Wege. Aber man kommt eigentlich nicht darum herum, die andere Hälfte von sich selber anzuschauen, wenn man sich selber komplett finden will, oder? Und wenn man mit sich selber zufrieden sein will, ist eben auch Zwillingsseele, die
die andere Hälfte von einem ist, wo einem am perfektesten sieht, wo einem als göttlichste sieht, wo einem niemals nicht mehr mögen könnte, nicht mehr lieben könnte. Verstehst du, was ich meine, Seven? Und genau das ist die Energie, die dir am meisten bringt, wenn du mit der Zwillingsseele zusammenschaust, wenn es so Sachen betrifft, dann kommst du auf ein Selbstbewusstsein und Selbstliebe, wie du auf anderem Weg eben selten erreichst. Schreib mir, wir können das gerne anschauen. Ich mache verschiedene Sachen in diese Richtung auch. Mal eine Twin Flame-Lesung mit einem Überblick, wie das so bei dir aussieht. Ist dein Zwillingsseele in der spirituellen Form? Ist er da? Wie sehen die karmischen Situationen aus mit Seelenverwandten aus vergangenen Leben? Einfach so einen kurzen Überblick. Ich mache aber auch einen Zwillingsseelen-Scan, der 20 Seiten ist mindestens. Rock'n'Roll, Mami. Darf ich auch so Karten? Natürlich. Aha. Bei dir ist jetzt mega, mega klar, oder? Innere Göttin. Schau mal da, wie sie die Erde hebt, Mutter Erde. Also, du sollst dich auf deine innere Göttin konzentrieren. Ganz direkt. Kurz gesagt, du bist eine Göttin, die das nicht mehr wie sich daran erinnert. Nutz die weibliche, magische Kraft in dir. Lass sie wieder führen. Vertrau darauf. Steh dazu. Schäm dich nicht. Ja? Schäm dich nicht, wirklich stark zu sein und stark ausstrahlen. Weil da kommt dann natürlich auch ganz, ganz viel zurück. Gell? Auch vom anderen Geschlecht bekommst du dann ganz viel Aufmerksamkeit. Aber du musst dich wohlfühlen dabei, wenn du strahlst. Okay, das ist gut, danke vielmals, soll ich auch am J seine Zwillingsseele dabei haben und meine. Ja, das ist immer gut. Immer gut, wenn du Zwillingsseele vom Partner auch dazu rufst. Das haben wir ja besprochen. Danke dir, ist jetzt deine Antwort mega. Sehr gerne, NXAXV. Vinci, kannst du mir sagen, ob ich reinkarniert bin und was ich im vorigen Leben gemacht habe, gesehen bin? Ja, das kann ich, aber das ist etwas, wo ich ein bisschen mehr Zeit brauche, weil es gibt verschiedene Reinkarnationen, das heisst, es gibt verschiedene vergangene Leben, ich sage es jetzt mal so. Und gewisse strahlen viel aktiver ins Jetzige aus, meistens, weil man alte Erinnerungen und Fähigkeiten wieder vorholen soll und jetzt nutzen, oder weil man Blockaden hat aus dem vergangenen Leben, wo man dringend bearbeiten sollte. Und das kann extrem schmerzhaft sein. Das muss sich genau begleiten, das muss man genau machen. Das ist wie vergangene Lebentherapie. Eine ganz, ganz altägyptische Methode, eine Spezialmethode. Also am besten schreibt man aufs WhatsApp Business, dann schauen wir das versprochen ganz genau an. Ja, so 3, 4, 2, 5, 6. Danke für deine Antworten, liebe Susan. PS, du hast tolle Kopfschmuck gehabt. Danke vielmals. Walpurgisnacht-Style. Hexen-Style. Rose, haben dir geschrieben. Warte auch, bis live vorbei ist. Ich freue mich schon mega auf deine Antwort. Sehr gerne, liebe Rose. Dildar Surer. Schietiani. Wie bitte? Das stimmt nicht. Das stimmt nicht, liebe Leutlis. Und so Sachen musst du gar nicht bringen, ich bin verheiratet. Und übrigens, meine Zwillingsseele findet das auch nicht lustig und kann dich heute Nacht besuchen. Es ist Hexennacht. Leg dich nicht mit mir an. Also, jetzt ist gesprungen. Moment. Engelisbild, ah, was für ein Ritual, hat Anfang nicht mitbekommen. Also, schau, ich habe da ein paar Sachen vorbereitet. Ein geladener Rosenquarz, ein riesiger. Und ich nehme eure Namen auf, oder? Du kennst ja meine TV-Arbeit. Ich habe das im TV auch einmal gemacht. Und heute ist Walpurgisnacht, das heisst, es geht um Fruchtbarkeit, es geht um Sexualität, es geht um Kinderwunsch, es geht um Partner der richtig anziehen, natürlich eben auch über die Sexualchakren spezifisch in dieser Nacht. Es geht um Weiblichkeit, weibliche Sexmagie, zum mal direkt sein, oder? Und das ist eben genau das Thema heute, oder? Dass man da bei diesem Ritual das verstärken kann, ankurbeln kann, anziehen kann. Also Engeli Spirit, wenn du da gerne dabei wärst, gib mir Bescheid.
So. Wo sind wir jetzt? Wunderschöne Karte. Danke vielmals, Rock'n'Roll Mami. Dudelsack. Ich habe gehört, weiße Aura gibt es nicht. Stimmt das? Moll, das gibt's. Weiße Aura ist eine junge Aura, ist eine reine Aura, die auch nicht so belastet ist. Eigentlich weiße Energie in der Aura ist grundlegend. Das hat jeder. Oder? Und die anderen Farben, die erarbeitet man sich oder es kommt aus der Seelenfamilie raus. Also es gibt verschiedene Sachen, die man halt wie auch verankert in sich hat. Und andere Sachen, die man sich erarbeiten kann in der Aura. Weil ich habe immer noch ein wenig Chaos in mir wegen dem J und mein Ex-Crush. Ja, das verstehe ich. Ja, das stimmt, die Lektionen sind wirklich nicht einfach. Ja, so ist das Leben, gell, liebe Sarah. Enora, Sonara, hoi. Vinci, okay, würde ich machen, danke. Sehr gern. Ich bin auch in einer drin, aber ich werde das schaffen. Was haltest du von Semeal Aunvior? Wüsste ich jetzt nicht, was das ist, wenn du das so schreibst. Die Nacht der Geister. Ja, der Captain. Die Nacht der Liebes- und Sexgeister, vor allem spezifisch. Sorry, Susan, hab den Arsch erst jetzt gesehen, hab ihn gestummt. Ach so, schon gut, liebe Sumia. Wir reden hier von gewissen Themen. Ist ja klar, dass solche Leute, die gelangweilt sind, oder? Mit dem Thema rumspielen. Ich bin's gewohnt, du weißt es. In meinem Live gibt's immer wieder so Leute. Leider. Hermes, so weiße Loge und Gnostiker, was haltest du von dem? Kennst du die? Gnostiker? Ich habe über Gnostizismus ein bisschen gelesen. Vor 2-3 Jahren so intensiv habe ich mich mal da reingelesen. Und ich muss sagen, es hat ganz, ganz viele spannende Aspekte. Was ich davon halte, behalte ich aber für mich. Du kannst mir gerne schreiben, wir können darüber diskutieren. Wir können uns darüber austauschen. Aber es ist nicht so meins. Sagen wir es mal so. Es hat gewisse interessante Sachen drin, aber ich bin keine Gnostikerin. Ich bin eine Hex. Ja, habe ich auch übersehen. Es ist schon gut. Ich habe eine Frage, und zwar, nur viele sagen ja, dass lesbisch, schwul, bi oder trans schlimm ist. Ist das so? Nein, Seven, natürlich nicht. Das ist überhaupt nicht schlimm. Es ist genauso natürlich wie alles andere. Wir haben einen freien Willen. Wir dürfen uns genau so formen, wie wir wollen. Wir dürfen genau so sein, wie wir sind. Und das ist alles okay. Und man sieht es übrigens auch in der Natur. Es gibt auch Tiere, die schwul oder lesbisch sind. Und bi gibt es auch bei den Tieren. Und ich bin ziemlich sicher, dass es auch Transsexualität gibt in der Tierwelt. Also, dass ein männliches Tier sich weiblich fühlt und weiblich verhält und das Gegenteil. 100%. Das ist alles Natur. Also, ignoriere so Leute, gell? Stell noch gerne eine Frage da. Gibt es etwas, das meinen Freund bedrückt? Schauen wir mal. Schalte das Licht in deinem Herzen an. Also Herzchakra technisch ist da ein bisschen etwas. Wenn du aber das Herzlicht bei dir anschaltest, kannst du bei ihm das Herzchakra wie nähren. Das ist dann so wie die mütterliche Liebe. Ich weiss, das ist dein Freund. Und es geht nicht darum, ihn zu bemuttern. Es geht um die mütterliche Kraft im Herzen. Und sowieso ist das bei dir im Moment sehr stark. Und damit kannst du ihm helfen, dass die Bedrücktheit energetisch sich auflöst. Engly Spirit. Ja, sehr gerne. Vor allem zum den richtigen Partner anziehen. Danke vielmals, Angela. Ja, meine liebe Angela. Sehr gerne. Also, ich kann dich fürs Ritual auch eintragen. So, Deli. Aber wenigstens kommt danach was Schönes. Dudelsack, kann man wirklich eine weiße Aura und dunkle Aura gleichzeitig haben? Weiße und dunkle, diese Frage habe ich noch nie gehört. Theoretisch, wenn du
Obermeister bist in weißer und schwarzer Magie und deine Aura 100% kontrollieren kannst, was ich aber realistischerweise nicht glaube, dass wirklich jemand kann, ist es schon möglich, ja. Nicht gleichzeitig, aber du kannst mal so, abwechselnd, du kannst es kontrollieren. Das ist möglich, Dudelsack. Der Captain, spannend, danke vielmals. Butterfly 63, guten Abend, du Herzallerliebste, siehst wunderschön aus. Danke vielmals, danke fürs Kompliment, das ist lieb. Aber merkt der J langsam, dass er Gefühle für mich hat oder ist die andere Energie noch zu stark? Liebe Sarah, ich gebe dir da einen grossen, grossen Tipp. Hör auf dich fragen. Hör auf, wie darauf warten. Ist es jetzt echt zu weit? Bleib losgelöst. Bleib im Vertrauen. Das ist die beste Energie. Vor allem heute. Und die andere Energie ist noch nicht ganz weg, aber es ist nicht zu stark. Es geht nicht um das. Es geht um dich. Du sollst dich entspannen. Das ist alles, was es braucht. Hermes. Ich war mal kurz in so einem Gnostikerkreis und eine Lektion von denen zugelassen. Sehr cool. Hermes, wo warst du dabei? Das ist spannend. Das finde ich auch spannend. Also Gnostikerkreis, da habe ich jetzt noch nie davon gehört, aber ich kann mir vorstellen, dass natürlich so Hexenzirkelmäßig auch so Sachen gibt, so Gnostikerzirkel in dem Sinn. Ja, spannend, Hermes. Rose, danke vielmals, das werde ich annehmen und machen. Er hat es verdient. Ja, das finde ich auch. Du sagst, danke für die Antwort. Sehr gern. Ist Shakur und war baden. Ja, genau. Lisa, du hast ja noch gesagt, dass du vorher baden warst mit Salz. Wenn man natürlich seine Energie reinigen möchte, und hey, wenn wir schon hier von Rosenquarz reden zum Beispiel, Himalaya-Salz ist ja auch so rosa, sieht eigentlich genau gleich aus wie ein Rosenquarz, so zerstückelt. Das ist schon etwas, wo hilft, wenn man sich vor einem Walpurgisnacht-Ritual und schön anziehen, oder? Rote Sachen essen, wie gesagt, rot anziehen, roter Lippenstift, so. Kann man natürlich ein Salzbad machen, um sich ein bisschen zu reinigen, also die Aura wie frisch aufzusetzen für die Nacht. Das ist schon eine gute Idee. Das wollte ich noch sagen zu deinem Kommentar auf den Videos vorher. Okay, gut, danke, werde ich machen. Ja, loslassen ist nicht so einfach für mich leider. Es ist für niemanden einfach, Sarah. Wir sind es alle nicht gewohnt. Und irgendwie gibt es auch ganz viele Filme, wo einem immer wieder einredet, dass es schwierig ist, loslassen. Man wird also wie nicht trainiert. So, Mia, hast du für Maya noch eine Botschaft? Sehr gern, sehr, sehr gern. Also ich möchte für Maya auch gleich so eine Karte ziehen. Ha, Lady Nada. Guck mal, das ist eine Göttin, die viel mit Rosen zu tun hat. Und mit dem Herzchakra und mit der Liebe. Also das ist etwas, wo wirklich bei ihr, ich weiß, wie soll ich sagen, sehr bald aufkommen wird. Und jetzt ist genau die richtige Zeit, an dem zu arbeiten, energetisch an sich, an ihrem Herzchakra, bevor es soweit ist, damit dann alles auch in die richtige Bahn gelenkt wird, was ihr Liebesleben betrifft. Weiß nicht immer einfach, als Mutter zu hören, aber so ist das. Das ist jetzt soweit. Hermes, der Captain. Gnosis Kreis Schweiz oder so, sehr komisch gewesen. Die verbindet Religion, Kunst, Philosophie. Das klingt gnostisch. Also, Gnostizismus hat sehr viel mit Religion zu tun, also so Religionsphilosophie. Es ist etwas Urchristliches, soweit ich weiß. Soweit ich mich hineingelesen habe, ist mir so vorgekommen. Und eben, ich bin Hex. Das passt halt nicht so zu mir. Ab und zu kann ich es gut, aber dann gehe ich irgendwie wieder einen Schritt zurück. Ja, darum müssen wir uns trainieren auch selbst. Unsere Gedanken immer wieder trainieren. Dass die halt da, danke vielmals, dass die da halt immer wieder in die richtige Richtung kommen.
Das ist sehr spannend. Wie hieß die Loge? Das lasse ich euch mal da besprechen. Oh, danke fürs Herzli. Ah, Lisa. Als hätte ich es gewusst, habe Tomatensuppe gegessen und mit meinem Rosenquarz meditiert. Lisa, perfekt, siehst du. Ist wirklich, also ich habe mir heute übrigens für mich und meinen Mann, habe ich mir dann auch für später Himbeeren zugelegt, Kirschen und Erdbeeren und Schlagsahne. Das ist alles, was ich dazu sage. Captain Spand ist schon gewesen, aber ein bisschen Sekte ähnlich. Tenenfänger, ja, stimmt, da hast du recht. Ich kann es nicht lesen. Mi Moon bekomme ich da Jahr ein Kind. Also so allgemein kann ich das beantworten. Lass mich mal reinschauen. Also, du musst dich unbedingt ein bisschen entspannen. Ich spüre im Herzchakra wie so eine Angespanntheit, die nach unten strahlt. Das ist etwas, wo im Weg steht, wo blockieren kann und verschieben kann, den Kinderwunsch. Aber es sollte eigentlich klappen. Sommer hieß spätestens, wenn es ganz schlecht läuft, auf den Herbst. Ja. Wenn du das ein bisschen beschleunigst. Kann ich dir helfen? Wir können das analysieren. Ich kann dir Übungen geben für deine Gedanken und für deine Energien. Und auch ein paar andere Tipps. Aber schreib mir da dafür aufs WhatsApp-Business, ja? 079 511 67 12. Sumia, vielen Dank, sehr gern. Zen und Fangirl. Okay, gut, danke, aber ich denke, ich bin auf dem richtigen Weg dafür. Ja, das bist du, liebe Sarah. Also, du schaffst wirklich sehr fleissig an dir. Und bei dir sehe ich also top. Also, wenn man jetzt vergleicht, oder? So sehr viele Leute, mit denen ich zu tun habe, bist du wirklich im Top-Bereich, wo du da sehr schnelle Veränderungen herkriegst. Also, ich bin stolz auf dich. Mach weiter so. Lisa Shakur, verstehe. Rose, sehr gern. Hast du es auch verdient, für all die Zeit, wo du da verbringst, um unsere Gedanken ein bisschen zu stillen. Ja, Rose, ich gebe mir Mühe. Also, es ist halt etwas, wo vielen Menschen hilft. Und ich weiß, dass es auch andere gibt, wo da Lives machen und ja, Hacks und Medium und dies und das. Und ich habe im Fernsehen gearbeitet, dort habe ich es auch ein bisschen beobachten und ich kann also sagen, ich fühle mich dazu berufen. Ich bin so geboren worden. Ich habe jahrelang gebraucht in meinem Leben, um mit gewissen Sachen klarzukommen, vor allem Kommunikation mit der anderen Seite. Also, das war nicht immer einfach gewesen. Ein Medium zu sein ist knallhart. Man kann kein Medium werden. Man ist eins von Geburt oder man ist es nicht. Und das ist etwas, was so viele Menschen brauchen und ihnen hilft. Zum Beispiel eben vor allem, wenn jemand verstorben ist, wo einem nahe steht. Und ich kenne es, weil meine Zwillingsseele verstorben ist. Und das ist das Härteste, was ich erleben musste. Abgesehen davon, dass meine Großmutter, wie meine Hexenmami, abgesehen von meiner Mutter, oder? Also die Mutter von meiner Mutter, meine Hexengrossi und meine kleine Schwester mit 19 zusammen gestorben sind. Also ich habe wirklich krasse Sachen auch erlebt, obwohl ich ein Medium bin und kann nachvollziehen, wie wichtig die Arbeit ist, um den Menschen zu helfen. Und es macht mich immer wieder mega glücklich, wenn ich jemandem ein bisschen Erleichterung geben kann, eine gute Nachricht von der anderen Seite und da auch ein bisschen helfen. Zum Beispiel. Ein XAXV habe ich irgendwie, wo in den Chakren auch eine Blockade. Lass mich mal schauen. Da ist es ein bisschen nervös und zuckt so wie zusammen. Es schließt sich immer wieder. Und das hat mit der Kommunikation zu tun. Da empfehle ich ganz klar Erzengel Michael. Erzengel Michael ist für Kommunikation, Wahrheit, auch seine eigene Wahrheit ausdrücken, zuständig und eben das Halschakra. Und daher ruft der Erzengel Michael an. Danke vielmals fürs Herzli. Und bitte ihn darum, dein Halschakra zu reinigen mit dem blauen Feuer. Dass du wie dich ausdrücken kannst und verstanden und gehört wirst.
dann ist die Energie schon befreit. Und das andere, wie gesagt, kannst du dir immer auch noch zusätzlich so Leuenfuss-Räucherung zulegen, von Ägypten. Mega fein. Und das ist etwas, was mit Anleitung kommt. Da kannst du dich durchräuchern und dann sind alle Chakrenblockaden gelöst. Dudelsack. Kann man psychisch krank sein und eine weiße Aura haben? Ich bin jetzt ganz ehrlich. Wenn man psychisch krank ist, hat man eigentlich meistens nicht eine komplett weiße Aura, sondern man hat verdunkelte Stellen, geschwächte Stellen. Und das zeigt dann eben auch, wie die Energie, die so belastend ist, auf die Psyche. Auch bei körperlichen Krankheiten übrigens kann das in der Aura ausstrahlen. Also es ist schon recht krass, die Aura spiegelt eigentlich alles, was in einem so abgeht, muss ich dir ehrlich sagen. Ich mache heute die Löwenfußräucherung. Das ist super, liebe Sarah. Das machst du gut. Das ist eine gute Nacht für das. Aber übrigens, liebe Sarah, eigentlich, du hast ja die Box dir zugelegt. Probier doch heute Nacht den Twin Flame Dream Mix mit den afrikanischen Traumwurzeln. Den empfehle ich eher für heute Abend im Fall. Du kannst natürlich Leuenfuss zuerst machen, um wie vorreinigen. Aber versuch das heute Nacht, liebe Sarah. Danke vielmals für das Kompliment, der Captain. Wie reagiert die Zwillingsseele in der Walpurgisnacht? Also, super Frage, der Captain. In der Walpurgisnacht ist eigentlich die beste Nacht, eine von den besten Nacht, nebst auch eben Halloween, wo der Schleier am dünnsten ist, um eigentlich sich trauen, so ein bisschen in Richtung Geistersex zu gehen. Ich bin jetzt ganz direkt. Weil die meisten Zwillingsseelen sind in der spirituellen Form und hocken nicht physisch vor einem. Bei den meisten Menschen sind sie gar nicht inkarniert, um sie zu treffen. Sie sind wie ein Schutzengel bei einem in der geistigen spirituellen Form. Man kann trotzdem sexuelle Energien austauschen. Und dafür ist die Nacht am besten. Romantik, die Liebe entfachen und die Sexualität. Und da, zu dem Osiris und Isis Twin Tree Mix, haben wir ja eine 13-seitige Anleitung, wo übrigens eben auch genau so sexuelle Techniken, Übungen beschreibt, auch für Pörli oder allein für Zwillingsseele. Also sehr empfohlen. Wenn man da wirklich sich auch traut. Wenn man sich traut, dann will man auch nicht mehr ohne. Aber sehr viele Leute könnten natürlich denken, oh, Sex mit dem Geist, oder? Weiss, ob ich dem Ganzen vertraue. So, mir dein Schutzritual hat übrigens gewirkt. Ich habe jetzt Ruhe vor dem kranken Ex seitdem. Vielen Dank. Oh, das freut mich jetzt aber sehr, dass das so stark gewirkt hat. In dem Fall war er ziemlich schwach in seiner Sturheit und seinem Hass. Das freut mich. Das freut mich sehr. Ah, wie witzig, Lady Nada. Ich heiße auch Nada. Tatsächlich! Schau mal, wie das passt. Schau mal, wie das passt. Der Captain gerne. Vielleicht werde ich irgendwann Meister in der Gnostiker-Szene. Gnostiker-Szene, gibt es das auch noch? Ich habe auch schon andere Fragen gestellt, aber nie hat es so gut zutroffen wie bei dir. Darum glaube ich dir. Rose, danke vielmals für deine ehrliche Meinung und dein Feedback. Ich gebe mir immer Mühe. Also, ich merke aber langsam werde ich müde. Also, meine Energie ist langsam ein bisschen am Ende. Ich bleibe noch maximal 10 Minuten, dann muss ich etwas essen. Und dann bin ich auf dem WhatsApp für euch da. Oder Zwillingsseelen-Mix-Räucherung. Ja, Zwillingsseelen-Mix-Räucherung geht immer. Ist ja auch für die Liebe. Nicht nur für Zwillingsseelen, sondern halt auch allgemein die Liebe. Und daher... Das tut mir mega leid für dich, Susanne. Ja, das ist schon gut, Sarah. Das ist lang her. Und als Medium konnte ich gut damit umgehen. Bevor ich gewusst habe, dass meine Großmutter und meine kleine Schwester überhaupt gestorben sind, sind sie mich besuchen. Und meine Großmutter hat mir gezeigt, wie ich es erfahre. Eine Nacht vorher. Und dass es ihr gut geht. Meine Großmutter war selber ein Medium. Ich habe es von ihr irgendwie geerbt. Die hat mir von der anderen Seite Bescheid geben, hey, ich bin übergegangen, mir geht's gut, bevor ich es offiziell erfahren habe.
Mach dir keine Sorgen um mich. Löwenfuß, der Hammer, ja. Der gibt dann alles in die Hammer davon, sie riechen so gut. Ja, das stimmt, also die Räucherung verwende ich auch gerne selber. Sehr regelmäßig, kann zum ehrlich sein, in meiner spirituellen Entwicklung und meinem persönlichen Training die letzten 20 Jahre, wisst ihr, wie viel ich da geräuchert habe? Das ist aber schon etwas, was sehr viel bringt. Das ist dann Luftmagie eben auch auf dieser Ebene. Zell und Fairground. Absolut, ich bestelle sie immer für Nächte wie heute. Genau, der Captain. Perfekt für solche Nacht. Und überhaupt für Vollmondnacht allgemein und überhaupt zunehmenden Mond haben wir immer 2 Wochen Zeit im Monat. Und wenn man da Sachen verstärken will, wie Liebe etc., ist das perfekt. Und wenn man natürlich beim absteigenden Mond, wo er kleiner wird, Leuenfußräucher will, dann tut man da unterstützen, negative Energie wegschiessen aus dem eigenen Leben. Danke dir vielmals. Jede Antwort für mich hat was mit Kommunikation zu tun, wo ich echt darauf achte. Dudelsack, weil ich habe auch eine weiße Aura mit verdunkelten Stellen. Ja, Dudelsack, ich verstehe sehr gut. Und das wird sich auch verbessern, wenn du wirklich da dran bleibst und an dir arbeiten tust. Da kann man sehr viel machen. Wir haben sehr viel Macht über uns selber schlussendlich, wenn wir da auch Zeit reinlegen und an uns glauben. Okay, gut, dann mache ich das. Falls ich sie zu Hause habe und nicht in der WG. Oh, der Captain, ja, finde ich auch. Ich will sie auch öfters machen. Ja, Zenon Fangirl, du hast deine Hexenbox. Da, Hexenbox. Jetzt eben auch mit 5 verschiedenen Räucherungen. Für die, die noch nichts probiert haben, ist das eigentlich noch gut zum Einsteigen. Mit Rabatt. Jedes Mal habe ich anschließend eine sehr, sehr gute Woche. Der Captain, das freut mich aber. Danke vielmals für das super Feedback. Also so Sachen höre ich halt gern, weil das hilft mir, meine Arbeit zu verbessern oder auch eine Bestätigung zu bekommen. Das sind Sachen, die ich von meiner Großmutter gelernt habe. Geisterauge zum Beispiel. Ich gebe euch ein Beispiel. Und auch Geisterauge, oder? Hat mein Grossi immer genommen. Und dann hat sie mit dem Räuchergefäß Sachen aufgesagt, so Hexenstein. Und die ganze Zeit so kreist da über meinem Kopf. Oder? Und das hat wirklich etwas ausgelöst, das hat wirklich etwas gemacht. Und ich fühle mich sehr geehrt, wenn ich das an euch weitergeben kann und das euch eben auch hilft. Dafür mache ich das ja. Stimmt, ich merke es immer an den Energien bei mir. Kann mir auch das Geisterauge nehmen für heute? Kann, ja, theoretisch schon. Aber ich empfehle wirklich Fokus auf Liebe heute. Liebe. Und da haben wir ja auch bestimmte Räucherungen dafür. Siehst du, was genau mein Problem mit Kommunikation und Halschakra ist? Ich weiss nicht, was nicht stimmt. Also. Ich mache jetzt schnell da eine kleine Ziehung mit denen für dich. Die haben wir heute gar nicht angeschaut. Führungsqualitäten. Es geht ein bisschen um deine männliche Seite, männliche Kraft und Dominanz oder nicht Dominanz, wenn du verstehst, was ich meine. Es geht ein bisschen darum, dass wenn du in Bedrängnis kommst, da wie etwas zumacht, anstatt dass es aufgeht und sagst, so nicht und auf den Tisch hauen kannst. Es geht ein bisschen in diese Richtung. Erzengel Michael ist also genau der Richtige, um dir bei diesem Halschakra-Problem zu helfen. Ich erkläre dir gerne auf dem WhatsApp-Business mehr drüber. Hermes, heute Nacht erstmal Maibaum pflanzen. Das ist eine gute Idee. Heute Nacht noch. Jenen 551, bist Michael Jackson. Zur Hälfte. Ich bin Zwillingszelda. MJ Twin Flame Soul. Kann ich auch deine Ritualkerze machen? Die habe ich auch noch. Ja, für die Liebe, fürs Home-Ritual, gell, liebe Sarah? Perfekt. Perfekt, verwende sie heute. Super, hast du daran gedacht. Das wäre spannend, Ritualkerze. Ja, der Captain, ich habe verschiedene eben Angebote in meinem Online-Shop. Unter anderem eben so ein Home,
Ritual für eine Liebe, also so ein Home-Package, das ich euch heimschicke. Da ist eine eingeweihte Kerze drin, da sind Symbole drin und da sind spezielle Räucherungen drin und eine Anleitung. Und da kann man die Heim quasi mit den eingeweihten Sachen das Ritual abschliessend noch machen. Dass seine eigene Energie eben auch reinkommt. Okay, dann weiss ich, welche beiden ich jetzt mache. Perfekt, liebe Sarah. Danke dir vielmals für deine Zeit und deine wertvolle Antwort. Sehr gern in XAXV. Gut, zum Glück habe ich die Kerze noch. Ich schaue nachher gerade mal in deinem Online-Shop vorbei. Klingt mega spannend mit den ganzen Räucherungen. Ja, das wird dir sehr gefallen. Also wenn du da mal das auch geschmückt hast und wie super das ist, für auch nach dem Kochen, Schlafzimmer, vor dem Schlafen räuchern. Also ist etwas, was wirklich, wenn man einen spirituellen Lifestyle verfolgt, sehr empfehlenswert ist. Also, ich gehe jetzt mal los. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend. Walpurgisnachtsteil. Und ich bin nach wie vor noch da, auch wenn ihr euch noch fürs Ritual eintragen wollt, wenn ihr irgendetwas braucht, eben so individuelle Sachen auch, die ich mache, schreibt mir einfach aufs WhatsApp-Business. 079 511 67 12. Ihr findet die Nummern und die Webseite von meinem Online-Job, das Twin Eye Portal, findet ihr wirklich auf vielen Videos da auch auf meinem Profil. Schönen Abend. Danke, das wünsche ich dir auch, der Captain. Dir auch noch einen schönen Abend. Dir auch, liebe Sumia. Danke, ich wünsche dir auch einen schönen Abend, Susan. Das wünsche ich dir auch, liebe Sarah. Dudelsack, schönen Abend. Das wünsche ich dir auch. Also, ich bin bald wieder live und ich wünsche euch eine ganz schöne Hexennacht.